Prevenio. Ins Händler. Ach hier. Lumos. Revelio. 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 Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Ahn zurück? Lignoso, Akir, Lumos, ins Händler. Revelio. Ach hier.
ins Zentrum. Repar. Revelio. Revelio.
ins Zentrum. Ab hier. Videos ins Zentrum. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Ins Händchen. Ab hier. Rebellion. Lumos. Wenn Sie etwas... Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Meine Gegner wollten mir das Leben schwer machen. Ich bin froh, dass sie wohlauf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Gute Idee, Arn. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Viel Glück noch. Sobald meine Karren hier sind, biete ich gerne meine Waren an.
Es tut so gut, dich zu sehen. Hallo, Nati. Wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Ranrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Bei mir ist alles in Ordnung. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff. Was in aller Welt? Da ist noch was. Und es ist etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? Ich denke schon. Ich lerne noch, aber ich kann ihre Spuren sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Sirona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Gut. Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Ranrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. Sei auf der Hut. Ich höre wohl nicht recht. Sie wagen es, mir zu drohen? Was geht hier vor sich? Revelio. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's mir. Lasst sie in Ruhe. Stopp! Kommt zu Hause. Jetzt ist es passiert. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet.
Reduktor! Euch gehe ich irgendwo hin. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. In aller Welt ist gerade passiert. So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Rebellion. Alles in Ordnung? Ja. Vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell. Zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Ich dachte, Merlin, Artus und die Tafelrunde wären nichts als Märchen. Mythos? Seien Sie froh, dass Sir Cadogan sie nicht hören kann. Er erzählt in seinem Bild in Hogwarts ständig von seinem guten Verhältnis zu Merlin. Merlin war Schüler in Hogwarts und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Ich weiß nicht, ob ein paar alte Säulen eine Untersuchung wert sind. Ich halte alles, was Merlin anbelangt, für erforschenswert. Sie werden schon noch sehen. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar.
Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Inzendium! Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Rebellion. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Sir Nicholas sucht dich. Du findest ihn in der Nähe der großen Halle. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe.
Revelio. Revelio. Revelio.
wieder mal auf Abenteuertour? Sie da? Ja, Sie. Ich frage mich, ob Sie kurz mit mir mitkommen könnten. Sie wollten mich sehen, Sir? Ja, Sir Nicholas de Mimsey Porpington. Zu Ihren Diensten. Sehr erfreut, Sir Nicholas. Ich weiß von dem Buch, das Sie gefunden haben und den Seiten. Vielleicht kann ich helfen. Folgen Sie mir doch bitte. Es ist nicht weit. Halt. Woher wissen Sie von dem Buch? Und dass darin Seiten fehlen? Wir Geister reden nicht. Lumos. Sie wurden mit Mr. Sallow in der verbotenen Abteilung gesehen. Keine Sorge, ich behalte das für mich. Es mag weit hergeholt sein, aber ich glaube, ich weiß, wer die Seiten hat. Ich kann sie gerne zu ihm bringen, wenn sie mir auf dem Weg dorthin einen kleinen Gefallen tun würden. Ein kleiner Gefallen im Austausch für die Seiten. Ja, es geht ganz schnell. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in der Küche ein wenig fauligen Rinderbraten besorgen könnten. Revelio. Wie bitte? Rinderbraten? Fauliger Rinderbraten? Korrekt, fauliger Rinderbraten. Wenn man genau richtig hindurchschwebt, kann man ihn fast schmecken. Ach, ich schätze, das kann ich tun. Aber warum ich? Ganz einfach. Meine geisterhafte Gestalt kann ihn nicht tragen. Revelio. Wenn Sie nun den Rinderbraten holen könnten, werde ich alles andere zu gegebener Zeit erklären. Da sind die Birne kitzeln und eintreten. Wie bitte? Die Birne kitzeln? Ja, im Gemälde. Ich warte hier. Versuchen Sie, den Hauselfen nicht in die Quere zu kommen. Ich träume bereits vom süßen Duft fauligen Rinderbratens. Revelio. Für den her. Diese Schüler sind, hat höchstwahrscheinlich Hunger. Du weißt doch, wie viel heranwachsende Menschen essen können. Das macht Rookies Arbeit leichter. Wie es hier drin duftet. Dieses Ding liegt hinter mir. Versprochen. Können wir darüber reden? Du, Annabelle, es ist so lange her. Bleib mir vorbei. Thank you.
Revelio. Das stinkt ja fürchterlich. Ich muss in der Nähe sein. Oh, ein Schüler? Wie schön! Was darf Finky Ihnen bringen? Kürbispastete? Ein überbackenes Käsebrot? Klingt toll, aber eigentlich brauche ich diesen fauligen Rinderbraten. Ah! Nick hat sie geschickt, oder? Greifen Sie zu. Finky vermutet, dass Nick es wohl langsam leid ist, sich an den Geschmack von Essen lediglich erinnern zu können. Zaubern du und die anderen Hauselfen das Essen für die große Halle? Oh nein, nicht mal Hauselfen können. Essen ist eine der 5 wesentlichen Ausnahmen von Germs Gesetz der elementaren Transfiguration. Wir können es allerdings vervielfachen, umwandeln und natürlich zubereiten. Dann schicken wir es direkt in die große Halle. Dürfen hier nur bestimmte Speisen zubereitet werden? Ihr Quittenkuchen ist legendär, aber... Ist es in Ordnung, dass Schüler in die Küche kommen? Nun ja, wenn Sie schon fragen, Schüler sollten nicht in der Küche sein. Aber Finky hat nichts dagegen. Wirklich nichts macht Finky glücklicher als die Gesellschaft von Schülern. Wir bekommen so selten Besuch und wir haben jede Menge Süßigkeiten. Kommen Sie gerne mal wieder. Hat mich gefreut. Danke für den Braten. War mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Und grüßen Sie Nick von Finky. Revelio. Es geht nichts über das Essen der Hauselfen. Revelio. Der Hauself des Schulleiters, Scrope, schleicht sich manchmal spät in der Nacht auf einen Happen. Wir schauen weg. Revelio. Finky hält uns Hauselfen hier in der Küche auf Kurs. Das ist in Ordnung. Sie ist eine gütige Elfe. Sie sind zurück. Gab es Probleme? Überhaupt keine. Finky schickt schöne Grüße und fauligen Rinderbraten. Das freut mich. Gütig, diese Finky. Bringen Sie das Rindfleisch zu Sir Patrick Delaney Portmore. Dann sind Sie diesen Seiten einen Schritt näher. Das ist alles recht kryptisch, Sir Nicholas. Was geht hier vor? Tut mir schrecklich leid. Das war etwas kopflos.
Sir Patrick organisiert die Jagd der Kopflosen. Eine Gruppe kopfloser Geister, die diverse, kopflose Aktivitäten unternehmen. Kopflose Aktivitäten? Ja, Sie werden schon sehen. Nun ja, ich weiß nicht wie, aber ein Mitglied dieser Jagd, Richard Jackdaw, war zu Lebzeiten im Besitz der Saiten. Mein Plan ist, Sir Patrick den verdorbenen Rinderbraten zu bringen, damit er mir, uns, erlaubt, an der Jagd teilzuhaben und mit Jackdaw zu sprechen. Sollen wir? Ich dachte, der Rinderbraten sei... Ja, in gewisser Weise schon. Wissen Sie, ich versuche schon seit einiger Zeit, Zugang zur Jagd zu bekommen. Wenn Sie Sir Patrick das Rindfleisch anbieten, kann mir das helfen. Und die... Was soll ich tun, wenn wir die Jagd der Kopflosen treffen? Überlassen Sie mir das Reden. Die können ein recht hochmütiger Haufen sein. Sie werden sie sicherlich willkommen heißen. Nicht zuletzt wegen des verdorbenen... Ist die Jagd der Kopflosen ge- Die Jagd der Kopflosen würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Es ist nur eine Gruppe fröhlicher Kopfloser. Sehr gut. Ich würde Sir Patrick gerne treffen und diese Jagd der Kopflosen sehen. Ah, wie schön. Sie werden es nicht bereuen. Bleiben Sie hinter mir. Wir wollen zu Sir Patrick. Hey, Nestor, schau, wer da ist. Was haben wir gesagt, fast kopfloser Nick? Hallo, Sir Amset. Dürfen wir durch? Wir haben etwas mitgebracht für Sir Patrick. Der will sich bestimmt wieder einschleimen. Reden die immer so mit ihm? Ach, alles nur Spaß. Sobald Sir Patrick mich bei der Jagd der Kopflosen mitmachen lässt, bin ich dabei. Dieses Geschenk wird ihn überzeugen. Vergessen Sie nicht, warum ich hier bin. Sie werden Ihre Informationen vom jungen Jackdaw bald erhalten. Wo auch immer er ist. Was ich jetzt nicht alles für einen Krug Met oder eine Lammkeule geben würde, dann wäre diese Party komplett. Wie wär's mit etwas ähnlich Gutem? Ah, Sir Nicholas, mit Begleitung. Wer ließ Sie herein? Wir haben da ein Geschenk. Das ist alles sehr verdächtig. Warum Sie wirklich hier sind, kann ich mir denken. Wegen Richard Jackdaw. Wo ist er denn? Können wir ihn sprechen? Jackdaw, wie? Nun, der ist hier. Oh, zu dumm. Ganz ohne Kopf. Sie wollten bestimmt schon immer wissen, wie das ist, was, Nick? Oh, Sir, Sie scherzen. Ach, er muss hier irgendwo sein. Wird wohl gerade in einem Spiel verwendet. Wenn Sie ihn finden, haben Sie meine Erlaubnis, mit ihm zu sprechen, junger Mensch. Das kann ich Ihnen nach diesem herrlich fauligen Geschenk nicht verwehren. Sir, es gibt da noch etwas, das ich sehr gern mit Ihnen besprechen würde. Aber Sir Nicholas, wie oft muss ich es Ihnen noch sagen? Unsere Anforderungen sind recht eindeutig. Aber Sir, ich... Ah, das hier ist schließlich nicht die Jagd der Köpfe, die noch an einer Sehne hängen. Also bitte, folgen Sie mir und ich begleite Sie sehr gerne nach draußen. Nun denn, auf Wiedersehen. Vielleicht haben Sie mehr Glück mit diesem Burschen. Wirklich. Ich war noch nie so klein im Kopf wie jetzt. Diesmal hat er aber Kopf und Kragen riskiert. Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Revelio. Lumos. Ach hier.
Revelio. Wer versucht sich als nächstes an unserem kleinen Kürbisversteckspiel? Lumos. Als Mädchen wollte ich immer mit Einhörnern arbeiten. Aber das geht. Wenn heutzutage nicht alles so teuer wäre, könnte ich auch mal in den Urlaub fahren. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht wünschte, ich hätte in Verteidigung gegen die dunklen Künste besser aufgepasst. Die Welt braucht gute Auroren, mehr denn je. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues.